Ja, Leute, daran habt ihr gemerkt, sowas gibt es nur bei einer Live-Sendung, wenn da plötzlich einer durch die Kamera huscht und noch das Mikrofon tauschen muss. Wäre das vorher aufgezeichnet worden, wäre das ja gar nicht möglich. Ihr seht, ich habe mir das hier ein bisschen gemütlich gemacht. Ich weiß nicht, wer von euch den Sessel erkannt hat. Den habe ich in harter Arbeit. Fritz hat mir dabei übrigens nicht geholfen, wegen Corona-Abständen aus dem Jugendkeller hochgebuckelt. Und ich finde es echt cool, dass du jetzt trotz der zahlreichen Alternativangebote, die es heute gibt, ja, auch wenn du jetzt hier den Jugendkreis, Jugendgottesdienst so parallel laufen lässt, dass du trotzdem jetzt mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Finde ich echt cool. Wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, bin ich ganz ehrlich, würde ich es so machen wie letzte Woche, als Malte Thema gemacht hat. Nee, Quatsch, letzte Woche war es Matze, meine ich. Ich bin schon alt, ich vergesse sowas. Ich würde mir jetzt erstmal ein Bier aufmachen und mich gemütlich hinsetzen. Also mach das gerne. Oder mach dir eine heiße Schokolade, mummel dich in dein Sofa, mach hinten den Flatscreen noch auf Kaminstimmung. Soll es ja alles gehen. Ich weiß auch, wir haben einen engen Zeitplan. Werder spielt ja heute um 20:30 Uhr und will das sechste 1:1 in Folge haben, um den langweiligsten Bundesliga-Rekord aller Zeiten einzustellen. Und ich weiß, viele von euch werden jetzt auf diversesten Shopping-Seiten noch parallel die besten Black Friday-Angebote runtersuchen und auch ich bin ja jetzt nicht gerade die Shopping-Queen schlechthin. Selbst ich konnte der Versuchung nicht widerstehen und habe mir diese Woche einen lang gehegten Traum erfüllt. Und habe mir eine, und das ist ja für mein hohes Alter ja schon wirklich ein Generationenwechsel, mir eine Smartwatch gekauft, die alle 12 Milliarden Funktionen kann. Also ich kann die Uhrzeit anzeigen, das ist schon erstmal sehr praktisch, aber die zählt meine Schritte, misst meinen Puls. Also die sagt mir dann auch, wenn ich ganz aufgeregt bin oder gleich einen Herzaussetzer habe. Zählt meine Schritte und was eigentlich der Clou ist, die kann mir auch, keine Ahnung, Kurznachrichten anzeigen. Das heißt, ich muss nicht mehr, wenn ich gerade mit meinem Chef im Gespräch bin oder gerade vom Kommandeur weggeföhnt werde, mein Handy rausholen, wenn es vibriert, sondern kann so tun, als würde ich auf die Uhr gucken und sehen, wer mir da gerade schreibt. Also eine richtig praktische Sache, habe ich die heute erwartungsfroh ausgepackt, lege sie auch direkt an und habe gemerkt, pff, das Armband passt ungefähr um meinen Oberschenkel. Ja, ich habe halt sehr dünne Handgelenke und dachte ich, ja, selbst ist der Mann, fummel ich da eben mal ein bisschen rum, habe dann auch das Armband abbekommen. Nur kriege es jetzt nicht gekürzt. Und die YouTube-Videos, die ich mir dazu angeguckt habe, das kürzeste ist eine Viertelstunde mit diversen Spezialwerkzeug, was ich natürlich nicht habe. Also aus meiner hübschen Smartwatch ist jetzt eine, ja, sehr alteingesessene Taschenuhr geworden, wie man sie früher vor 200, 300 Jahren hatte. Ja, Pech gehabt. So geht es manchmal im Leben. Aber was habe ich heute mit euch vor? Als wir den Plan gemacht haben und die Jugendkreise befüllt haben, bevor im Herbst jetzt die Infektionszahlen wieder angestiegen sind, war für heute schon lange geplant eine Bible Story. Und das ist ja eigentlich immer unheimlich cool gewesen, weil wir uns in Kleingruppen zusammengesetzt haben. Jeder von euch konnte mal mit anderen zusammen seine Meinung dazu geben, seine Fragen stellen, was so einer großen Runde ja gar nicht so möglich ist. Es war viel persönlicher und man hat so, wie das auch Leonie gerade gesagt hat, einfach mal mit, auch mit anderen Christen ist man in Austausch getreten und hat sich über Themen unterhalten. Das ist jetzt nicht so einfach tatsächlich und jetzt kann man sich natürlich verschiedene Gedanken machen. Oh, wie macht man das? Macht man vorher eine Abfrage, wer meldet sich an und gibt Themen in die verschiedenen Mitarbeiter des Jugendleitungsteams, die dann Kleingruppen machen in einer Videokonferenz und das dann auswerten. Habe ich mich nicht für, habe ich mich dagegen entschieden tatsächlich. Ja, nicht, weil ich unbedingt faul bin und sage, ah, das lohnt sich nicht. Sondern ich habe gesagt, okay, machen wir mal was, was wir noch nie gemacht haben, was vielleicht ganz lustig ist. Keine Ahnung, ob das klappt. Und zwar möchte ich heute mit euch Bibel lesen. Und ich weiß, die Jugend von heute ist sehr lesefaul. Also möchte ich euch vorlesen tatsächlich. Ich habe euch eine Bibelgeschichte mitgebracht. Deswegen, wie gesagt, macht es euch gemütlich. Mir wurde mal gesagt, ich habe eine sehr beruhigende Erzählstimme. Das heißt, ich hoffe, die Hälfte von euch schläft nicht ein. Und ich möchte heute aus dem Buch Daniel vorlesen. Und ja, lasst mich das kurz für euch einordnen. Wo finde ich das Buch Daniel und worum geht es da überhaupt? Daniel ist ein Prophet des Alten Testaments, der schon als er ein Jugendlicher war, er lebte ungefähr 500, 600 Jahre vor Christus, also vor über 2.500 Jahren, von den Babylonern im jungen Alter entführt wurde mit vielen anderen Teilen des Volkes Israels und dann in Babylon aufgewachsen ist, dort auch den Rest seines Lebens verbracht hat und der hat mit Gott echt
unheimlich krasse Sachen erlebt. Er und seine Freunde, die mit ihm ja, tatsächlich deportiert wurden, so kann man es tatsächlich sagen. Und dann möchte ich euch heute eine Geschichte mitbringen, eine Geschichte vorlesen, von der ich sage, ja, da kann man auch heute, 2.500 Jahre später, was mitnehmen. Diskutiert da gerne mit. Ich weiß ja, dass man in den Kommentaren da ganz wilde Sachen schreiben kann, ob ihr das auch so seht oder ob ihr die Geschichte völlig an den Haaren herbeigezogen findet in Bezug auf heute. Und tatsächlich, ich habe mich entschieden, diese Bibelübersetzung zu nehmen. Und das ist für mich tatsächlich schon ein großer Schritt. Ja, das ist jetzt wieder mein Alter. Ich kenne ja eigentlich nur die Luther-Übersetzung und alles andere ist schon nah an Volksbibel dran. Aber wenn ich schon die Geschichte aussuche, dann soll es wenigstens eine Übersetzung sein, der ihr alle folgen könnt. Als ich mir das dann heute schon mal vorher durchgelesen habe in der Übersetzung, konnte ich mir doch bei der einen oder anderen Formulierung ein Grinsen nicht verkneifen. Wenn ich jetzt also beim Lesen anfangen sollte zu lachen, ja, dann liegt das nicht daran, dass dieser Text extrem lustig ist, sondern dass einfach der ein oder andere Begriff mich ein bisschen zum Schmunzeln bringt. Jeder von euch, der gerne mitlesen möchte, es ist, wie gesagt, Daniel, Kapitel 3. Wenn ihr sagt, ja, wo finde ich denn jetzt das Buch Daniel folgt auf das Buch Hesekiel und ist kurz vor Hosea. Wem auch immer das jetzt geholfen hat. Ich hoffe, es waren jetzt lange genug einleitende Worte. Ich habe euch jetzt allen genügend Zeit gegeben, sich ein Bier aufzumachen, sich einen heißen Kakao zu machen, sich richtig ins Sofa einzulümmeln. Und ich beginne zu lesen. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 30 Meter hoch und 3 Meter breit, und ließ es in der Ebene Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Dann berief er sämtliche hohen Beamten seines Reiches zu einer Versammlung ein: die Provinzstatthalter, Militärbefehlshaber und Unterstatthalter, die Ratgeber, Schatzmeister, Richter, Polizeigewalten und alle hohen Beamten der Provinzen. Sie sollten an der Anweihung des Standbildes teilnehmen, das er errichtet hatte. Sie alle kamen zu der Einweihung und stellten sich vor dem Standbild auf. Ein Herold rief mit lauter Stimme: Ihr Leute aus allen Nationen, Völkern und Sprachen, hört diesen Befehl. Wer den Klang der Hörner, Flöten, Pfeifen, der Harfenlauten, Dudelsäcke und alle anderen Instrumente hört, müsst ihr euch niederwerfen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar aufrichten ließ. Wer es nicht tut, wird auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Als die Instrumente ertönten, die Hörner, Flöten und Pfeifen, die Harfen, Lauten, Dudelsäcke und alle anderen, warfen sich die Leute aus allen Völkern, Nationen und Sprachen nieder und beteten das goldene Standbild an. Einige Babylonier aber ergriffen die Gelegenheit, die Juden anzuzeigen. Sie sagten zu Nebukadnezar: Der König möge ewig leben. Du, König, hast doch den Befehl erlassen, jeder, der den Klang der Hörner, Flöten und Pfeifen, der Harfen, Lauten, Dudelsäcke und alle anderen Instrumente hört, soll sich niederwerfen und das goldene Standbild anbeten. Wer es nicht tut, soll auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen werden. Da sind aber einige Juden, denen du Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast: Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer haben deinen Befehl missachtet. Sie erweisen deinem Gott keine Ehre und beten das goldene Standbild, das du errichten ließest, nicht an. Nebukadnezar tobte vor Wut und befahl Schadrach, Meschach und Abednego zu holen. Sie wurden ihm vorgeführt und er fuhr sie an: Stimmt das, was ich da gehört habe? Ihr wollt meinem Gott nicht die Ehre geben und sein goldenes Standbild nicht anbeten? Wir werden es ja sehen. Wenn jetzt die Hörner, Flöten und Pfeifen, die Harfen, Lauten, Dudelsäcke und alle anderen Instrumente ertönen, und ihr euch augenblicklich niederwerft und das Standbild anbetet, das ich habe machen lassen, dann soll die Sache erledigt sein. Wenn ihr es aber nicht tut, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. Welcher Gott sollte euch denn vor mir schützen? Schadrach, Meschach und Abednego erwiderten dem König: Wir haben es nicht nötig, dir etwas darauf zu antworten. Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen, aus deiner Gewalt retten, aber auch wenn er es nicht tut, deinen Gott werden wir niemals verehren und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Da geriet Nebukadnezar noch mehr in Wut und sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn über Schadrach, Meschach und Abednego. Er ließ den Ofen 7-mal so stark heizen wie sonst. Dann befahl er seinen kräftigsten Kriegsleuten, die drei zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. Der Befehl wurde auf der Stelle ausgeführt und man warf sie mit allen ihren Kleidern,
mit Hosen, Mänteln und Mützen in den glühenden Ofen. Weil der Ofen auf Befehl des Königs so stark geheizt worden war, wurden die Männer, die die drei hinaufbrachten, von den herausschlagenden Flammen getötet. Schadrach, Meschach und Abednego fielen gefesselt mitten in die Glut. König Nebukadnezar aber erschrak, sprang auf und fragte seine Minister: Haben wir nicht drei Männer gefesselt ins Feuer geworfen? So ist es, König, erwiderten sie. Aber ich sehe doch vier im Feuer umhergehen, rief der König. Sie sind frei von Fesseln und die Flammen können ihnen nichts anhaben. Der vierte sieht aus wie ein Engel. Nebukadnezar trat an die Tür des glühenden Ofens und rief: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Da kamen die drei aus dem Ofen. Die Provinzstatthalter, die Militärbefehlshaber, die Unterstatthalter und die Ratgeber des Königs liefen herbei und überzeugten sich davon, dass die Flammen ihnen nicht den geringsten Schaden zugefügt hatten. Das Haar auf ihrem Kopf war nicht versengt, ihre Kleidung war unversehrt, nicht einmal Brandgeruch war an ihnen wahrzunehmen. Da rief Nebukadnezar: Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos. Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm gehorcht und auf ihn vertraut haben. Sie haben sich meinem Befehl widersetzt und ihr Leben gewagt, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbieten wollten, außer den ihren. Darum lasse ich den Befehl an alle Völker, an die Menschen aus allen Nationen und Sprachen aus meinem Reich. Wer den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednego schmäht, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in einen Schutthaufen verwandelt. Denn es gibt keinen anderen Gott, der aus solch einer Lage retten kann. Der König sorgte dafür, dass Schadrach, Meschach und Abednego eine noch höhere Stellung in der Provinz Babylon erhielten. Puh. Gott sei Dank, doch noch ein Happy End. Und wer von euch bis jetzt durchgehalten hat und nicht vorher schon ohnmächtig geworden ist vor lauter Spannung, ja, der fragt sich jetzt, das ist erstmal eine krasse Geschichte. Man kann sich die drei mit Sicherheit auch zum Vorbild nehmen in gewisser Weise, aber was hat das denn jetzt 2500 Jahre später mit uns, mit meinem, mit deinem Leben zu tun? Und sind wir jetzt mal ehrlich, also dass einem Feuer nichts anhaben kann, das schafft heute jeder zweiklassige Held von Marvel. Das ist ja heutzutage nichts Besonderes mehr, dass Menschen von Feuer nicht verletzt werden. Aber ich denke, wir sind uns einig, dass es darum nicht geht. Ich bin jetzt vielleicht schon ein bisschen älter als die meisten von euch. Selbst ich sage, boah, das Jahr 2020, das ist kein normales Jahr. Das ist schon eins, was jeden Einzelnen von uns vor große Herausforderungen stellt, vor große Probleme und jeden Einzelnen von uns in unserem Leben, wie es bisher kannten, einschränken. Und wo vielleicht auch der ein oder andere von euch mit seiner Familie, ja, oder in seinem Umfeld weiß, boah, da kann man schon mal ins Zweifeln kommen. Da ist die Frage, Gott, wo bist du? Wo ist das Vertrauen? Oder wo hole ich das Vertrauen her? Und ich glaube, dass einem diese alten Geschichten, die so unheimlich weit weg vorkommen, aber doch so unheimlich fesselnd sind, einem zeigen können, hey, boah, in Angesicht eigentlich ihres sicheren Todes haben sie nicht aufgehört, auf Gott zu vertrauen. Und ich glaube, dass wir bei all unseren Problemen, bei all unseren Sorgen, all unseren Ängsten, die wir haben und die auch alle berechtigt sind, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen, doch gerade uns, wenn wir uns an solche drei mutigen Kerle erinnern, sagen können, hey, wenn die es geschafft haben, in dieser ja schier aussichtslosen Situation auf Gott zu vertrauen und spektakulär von Gott gerettet zu werden, dann können doch auch meine Probleme, ja, egal wie groß sie sind, egal wie unlösbar sie für mich erscheinen, von Gott in einem Wunder, ja, mit einem Fingerschnips beseitigt werden. Und aber was ich auch sagen will, und ich will euch da gar nicht irgendwie naiv irgendwie sagen, eure Probleme lösen sich jetzt auf, so wie das die drei Jungs da auch sagen, Gott kann uns retten, aber vielleicht tut er es auch nicht. Das heißt, ich will dir jetzt auch ganz klar sagen, dass du nicht, wenn du dich heute Abend hinlegst und morgen aufwachst, plötzlich die Welt eine ganz andere ist und sich für dich alles geändert hat. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Aber trotzdem möchte ich dir zum Schluss noch einen Vers mit auf den Weg geben, den der König David geschrieben hat, der sogar noch
deutlich vor Daniel geliefert. Also das ist jetzt ein noch älterer Text, den ich dir jetzt mitgebe, der einen aber, ja, der einfach unheimlich krass ist und ein unheimlicher Mutmacher ist. Und das findest du in Psalm 37. Ja, du musst also in der Bibel, wenn du es mitlesen willst, ein bisschen zurückblättern. Und ja, das soll man mir jetzt nachsehen. Diese Verse reiße ich übelst aus dem Zusammenhang raus, weil ich jetzt einfach nur auf den ersten Blick willkürlich da zwei Verse rausreiße. Es geht um die Verse 4 und 5. Und dort heißt es: Suche dein Glück beim Herrn. Er wird dir jeden Wunsch erfüllen. Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Vertrau doch auf ihn. Er macht es richtig. Ja, jetzt der aufmerksame Zuhörer von euch wird jetzt sagen, aber Mias, du hast doch gerade gesagt, ja, dass ja nicht heißt automatisch, dass Gott all unsere Probleme immer sofort löst. Und jetzt steht hier, er wird uns jeden Wunsch erfüllen. Und jedem von euch fangen jetzt 10.000 Situationen ein, wo ihr was echt richtig dringend wolltet. Und sei es, ob ihr Mami oder Papi gefragt habt, Oma oder Opa oder sogar Gott gefragt habt. Und dieser Wunsch wurde euch nicht erfüllt. Und ihr habt das einfach nicht verstanden und seid vielleicht bis heute noch zornig. Ja, also mich regt bis heute auf, dass ich Violine lernen musste und nicht Schlagzeug oder Gitarre lernen durfte. Ja, dieser Wunsch wurde mir nicht erfüllt. Aber so ist das hier nicht gemeint. Gott ist nicht der Wunschautomat, der dir eine kalte Cola ans Sofa bringt, wenn du gerade zu faul bist aufzustehen oder überhaupt keine Cola mehr im Kühlschrank hast, sondern Gott möchte dir helfen und dich auf den Weg führen, dass du ein glückliches Leben führst. Und ein glückliches Leben zu führen bedeutet nicht, dass jeder einzelne Tag immer Spaß macht, dass du jedem einzelnen Tag immer denkst, boah, heute war richtig geil, das wird nicht passieren, aber dass er dir helfen wird, durch die größten Krisen zu kommen und dir immer zur Seite stehen wird. So wie es Leonie in ihrem Gebet gesagt hat, Gott, der uns zur Seite steht, der uns liebt und der uns unsere Sünden vergibt. Und jetzt gerade, man mag es gar nicht, die Vorweihnachtszeit beginnt jetzt. Ich glaube, Sonntag ist schon der erste Advent tatsächlich. Ich bin noch nicht so richtig in der weihnachtlichen Stimmung, aber nehmt das einfach mit. Gott ist ganz nah bei euch, vertraut darauf und er wird euch schützen, er wird euch helfen, er wird für euch Türen öffnen, wo ihr selber nur eine Sackgasse und eine verschlossene Tür seht. Und nehmt einfach diesen Mut mit. Sagt auch eure Meinung selber zu dem Text. Vielleicht seht ihr da noch ganz andere Punkte und zieht noch ganz andere Messages daraus, als ich das jetzt gemacht habe. Ey, dann schreibt das in die Kommentare, diskutiert darüber. Vielleicht seht ihr das auch ganz anders als ich. Fühlt euch eingeladen, darüber zu diskutieren. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt nach Möglichkeit gesund, haltet Abstand und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Macht's gut, ciao.